Ernst K-Phase-Eck. Servus und hallo, mein Nordanal-Dopschau. Ernst K-Phase, Wochenreflexion vom 10.10. bis 16.10.94. Als ich Dienstag meinen Heimaturlaub ansprach, war es erstmal nicht in Ordnung, da ich mich nicht damit auseinandergesetzt habe, was passiert, wenn ich jemanden treffe, den ich von früher her kenne. Am Freitag war ich mit der ganzen Family beim Schlauchbootfahren. Das war echt super. Samstag habe ich mit Ralf die Frauendusche fertig gemacht und abends wollten wir noch in eine Disco im Industriegebiet. Da wir aber beide einen schlechten Film fuhren, sind wir anschließend ins Bistro. Dort sahen wir Bernd S. und die Sandra L. Da letzterer ja abgebrochen hat, haben wir uns beide distanziert. Wir setzten uns in eine Ecke des Lokals, die von den beiden nicht einsehbar war. Hätten sie uns entdeckt, dann hätte ich mich sehr gut abgrenzen können. Denn ich hatte überhaupt kein Bedürfnis, mich mit ihr zu unterhalten. In München war ich leider nicht, da keine Zeit war, zwecks Arbeit. Ja, die Wahrheit ist natürlich auch nur so zwischen den Zeilen. Wir haben wirklich diesen schlechten Film gefahren da in diesem Industriegebiet, weil wir, da war so Techno-Sound und da haben wir alle beide gleich an E-Teile gedacht und dann haben wir gesagt, okay, nee, lass gut sein, lieber nicht. Das wird nicht gut ausgehen. Und dann im Bistro, als wir Bernd und Sandra getroffen haben, haben wir natürlich Hallo gesagt. Wir haben uns abgesprochen, wir werden das so reinschreiben, weil uns das zu albern vorkam. Hallo haben wir gesagt, aber mehr auch nicht. Sie wusste ja und er auch, dass wir nicht dürfen und damit war die Sache okay, weil die beiden, wir waren halt ein Paar und mit ihm haben wir ja Kontakt haben dürfen. Das ist total Kinderkatsch-Scheißdreck damals da gewesen, aber so war es halt. Ja? Jo Leute! Beim nächsten Mal erzähle ich dann von meinem Heimaturlaub und was da alles vorgefallen ist, weil es sind ein paar Dinge vorgefallen, die würde ich euch noch gerne näher bringen. Und dann ist es schon fast vorbei mit der Kaufphase. Aber ja, schauen wir mal weiter. Gell? Bis dann, peace out.